entschieden werden muss. Aber es geht auch mit den demokratischen Spielregeln. Wir können uns verlassen als religiöser Mensch, dass uns Gott nicht verlassen hat. Warum haben die Baumärkte als Erster aufgesperrt und die Unis haben immer noch zu? Sagt es vielleicht was über unser Land aus? Vielleicht lernen wir etwas daraus, dass wir große Probleme, die wir gemeinsam haben, halt auch nur gemeinsam lösen können.